Wir haben hier einen richtig fetten Chevrolet C20, Baujahr 85, hat schon deutsche Zulassung und ein H-Kennzeichen. In wirklich richtig guten Blechzustand. Und schon sehr viel gemacht an dem Fahrzeug. Das ist wirklich ein Fahrzeug zum Einsteigen und Losfahren. Und auch hier die Ladefläche noch komplett original. Nichts drüber geduscht, sondern man sieht hier wirklich, wie er ist. Und man sieht es hier an den Taschen. Das war nicht wirklich ein Worktruck, obwohl C20 wirklich was kann. Wenn man da unten die Hinterachse anguckt, das ist halt schon was Brachiales. Dementsprechend könnte er wirklich richtig was, aber er musste nie. Gut für uns, gut für euch, weil da hat man dann trotzdem ein gutes Fahrzeug, wo nicht komplett runtergeritten ist. Und wie ich vorher gesagt habe, viel ist gemacht worden. Fangen wir mal hinten an. Und zwar haben wir hier einmal eine Anhängerkupplung steckbar mit 2,7 Tonnen Anhängelast. Dann haben wir die komplette Bremse hinten, sind komplett gemacht, die Trommeln innen mit Federn, mit allem. Dann haben wir die Auspuffanlage, die ist komplett Edelstahl. Ich mache später noch ein Soundcheck-Video. Klingt schon richtig gut. Aber wenn sie dann doch noch zu leise ist, hier sind Silencer verbaut. Die kann man, man sieht es hier, sind zwei Schrauben. Schrauben raus, Silencer raus und dann ist es richtig laut. Tank wurde gereinigt. Getriebe komplett neu abgedichtet. Inklusive Spülung. Eingangswelle ist neu gemacht worden. Schaltgestänge wurde neu gelagert. Da würde ich sagen, da gehen wir mal erstmal im Innenraum schauen. Da ist es nämlich auch richtig schick. Man sieht hier ein Grandlenkrad. Richtig schön mit Holz. Das Originallenkrad ist natürlich auch vorhanden. Man sieht auch hier Vertafelung in Alu, richtig schick. Hier Drehzahlmesser. Und da unten kann man Lambda abrufen, Breitbandlambda. Da gehen wir aber später ein bisschen näher drauf ein. Sitzbank auch noch richtig gut und wie ihr seht, original. Also nicht schon neu bezogen, sondern wirklich original. Da hinten auch noch so Taschen drin. Schauen wir mal im Motorraum rein. Und hier auch noch die originale Aufkleber. Und auch vom Blechzustand. Ne? Natürlich hatte hier und da seine Gebrauchsspuren. Aber das wurde alles versiegelt. Dementsprechend kann man den hier in Deutschland auch benutzen. Ihr seht hier eine Gasanlage. Das ist eine Imco-Gasanlage mit einem CA300er Mischer. Den kann man per Seilzug komplett zumachen, damit, wenn man dann auf Benzin fährt, damit er wieder freie Luft für Benzin hat. Und man sieht hier auch die Schläuche, das ist komplett alles neu gemacht. Der Motor an sich wurde auch komplett neu gemacht. Das heißt, einmal unten die Kurbelwelle neu gelagert, neue Kolben mit Ventile, komplett neu abgedichtet. Man sieht hier die Köpfe. Das sind Thunderbolt-Köpfe. Wer Merkuser kennt vom Boot, der weiß, das sind richtig gute Köpfe, die auch gasfest sind. Dementsprechend hier auch keine Probleme und der läuft auch richtig gut auf Gas. Und jetzt zurückzukommen auf unsere Breitband-Lambda-Sonde. Ist kein Muss, aber hier durch Gasanlage und Co. ist es eigentlich schon besser, wenn man sowas verbaut hat. Dann sieht man immer den Lambda-Wert und man fährt hier, der ist super eingestellt, immer mit einem Lambda-Wert von 1,0. Egal ob bei Teillast, ohne Last oder Volllast, ist richtig sauber eingestellt. Hier die Zündanlage, da hinten auch komplett neu. Dann haben wir hier Fächerkrümmer von Hooker, die Long Tubes. Also auch nicht irgendein Billigscheiß, sondern richtig gute Fächerkrümmer. Und auch sonst hier im Motorraum ist jetzt nicht aufgehübscht oder Silikonspray oder was weiß ich, sondern so wie er wirklich ehrlich dasteht. Und lieber so als anders. Dementsprechend sieht man auch hier den Zustand im Fahrbetrieb. Man sieht hier wirklich der Motor, der ist trocken, der sifft nicht. Der ist auch komplett neu abgedichtet. Man sieht hier auch
Die Ansaugbrücke ist von Edelbrock, das ist eine Performer. Und hier der Vergaser, auch ein Boiler-Vergaser. Der Pickup ist primär jetzt auf Gas eingestellt, also der fährt auch auf Gas, komplett sofort startet auf Gas, egal ob es kalt oder warm ist, und wird auch eigentlich zu 90% nur auf Gas genützt. Würde ich auch dem späteren Kunde empfehlen, weil im Endeffekt, ich meine, man zahlt das, was man an der Zapfsäule zahlt, und wenn die sauber eingestellt sind, die Kisten, dann machen die richtig Laune. In Holland drüben zum Beispiel fahren ungefähr 90% der US-Fahrzeuge alle auf Gas. Hier in Deutschland sind sehr wenige damit unterwegs. Ich verstehe es nicht. Warum haben die Leute Angst oder keine Ahnung? Ich meine, das ist gar bares Geld, was man damit spart. Wie gesagt, hier Drehzahlmesser und da unten Breitbandlampe. Auch nicht irgendein Billigscheiß, sondern gute Marke, gutes Material. So wie komplett auch so im Auto. Man sieht hier hinten nochmal hier die Edelstahlanlage. Zweiflutig. Dann hier die Töpfe. Und auch hier so vom Blech hier, wenn man die Kanten hier anguckt. Der sieht richtig sauber aus. Also wer einen fetten C20 will, zum wirklich einsteigen, losfahren, das ist ja nicht mehr heutzutage so oft gegeben. Oft sind die Kisten, die sehen optisch cool aus, sind patiniert und so, aber dann ist die Technik auch patiniert und dementsprechend muss man erstmal viel schrauben. Hier ist schon alles erledigt, hier wirklich einsteigen, losfahren, coole Kiste mit Anhängerkupplung und Haarzulassung, dementsprechend fährt man da richtig günstig in Steuer und Versicherung und kann das Ding auch benutzen. In meinem Endeffekt ist eine Ami-Kiste, ne? Dieser Motor, der wurde ja verbaut, egal ob es in der Chevelle ist, in der Corvette oder hier in einem Pickup. Die wurden überall verbaut, dementsprechend hat man hier V8 Feeling pur 100%. Man hat 3 Sitzplätze und trotzdem noch einen Nutzfaktor. Also ich persönlich bin eher der Pickup-Typ, weil, jetzt nehmen wir mal eine Corvette zum Beispiel. Eine Corvette, was mache ich mit der Corvette? Mit der Corvette kann ich zum Eis fahren gehen oder Eis essen fahren gehen oder zum Essen fahren gehen. Aber mehr auch nicht. Und hier mit dem Ding kann ich zum Ikea fahren, kann mir ein neues Sofa kaufen, hau das hinten auf die Ladefläche und fahre damit heim. Im Anschluss würde ich sagen, noch ein kleiner Soundcheck-Video. Wie gesagt, die Silencer sind jetzt noch drin, hört sich trotzdem richtig geil und satt an. Aber nicht so, dass jetzt morgen zum 5. der Nachbar dann anfängt bei dir zu klopfen, sondern so, dass es auch noch passt, aber man trotzdem noch einen schönen V8-Sound hat. Wenn das trotzdem zu leise ist, wie gesagt, Silencer raus, dann wird es richtig laut. Aber ich finde, es passt so und seid gespannt auf den Soundcheck. Und wenn es gefällt, vorbeikommen, anschauen, mitnehmen oder liefern lassen. Also wie ihr hört, der springt super an und der springt auf Gas an. Und vom Sound, das reicht vollkommen aus. Also das hört sich richtig dreckig und giftig an. Was aber auch dem Motor zu verdanken ist, weil da viel gemacht wurde. Auch eine leicht scharfe Nockenwelle drin ist. Und das hört man hier auch raus. Dementsprechend geht der Pickup auch richtig ordentlich vorwärts. Also wenn ihr da Bock drauf habt, meldet euch, kommt vorbei, schaut es an. Wenn es gefällt, mitnehmen.